Guck mal ein bisschen vor, geh mal auf deine Position hinten. Okay. Mein Stück Elephant Walk ist für Kinder ab 0 bis 3, aber nach oben ist es eigentlich offen. Und was der Unterschied ist zu einem Erwachsenenstück, ist, dass ich sehr auf die Bedürfnisse meines Publikums eingehe. Das heißt, in den Proben haben wir immer mit Babys und Kleinkindern gearbeitet, um zu sehen, wie sie auf das, was auf der Bühne passiert, reagiert, und haben daraufhin dann auch das Stück so gebaut. Das ist vielleicht nicht immer das, was ich künstlerisch präferiere, aber es ist das, was für die Kinder funktioniert. Elephant Walk ist ein Tanzstück und es geht um ganz viele Tiere. Wir fangen mit Pinguinen an, dann kommen als nächstes die Robben, dann kommt der Bauernhof und ganz zum Schluss die Elefanten. Wir waren wirklich im Zoo und haben uns Tiere angeguckt, wie die sich bewegen, und haben das natürlich imitiert im Tanz, aber das verfremdet. Die Kinder gucken 30 Minuten mit zu und danach dürfen die auf die Bühne. Dann dürfen die mit den Eimern spielen. Ich habe so Goldpapier, was runterregnet, dann spielen die damit. Aber die Tänzer zeigen ihnen auch ein paar Tierbewegungen, die die danach machen. Ich halte nicht sehr viel von diesem romantischen Bild eines Künstlers, der schaffen muss, weil er nichts anderes kann. Ich habe ein geregeltes Leben, ich bin verheiratet, wohne im Rhein-Mittelhaus und habe zwei Kinder. Also es ist... Es geht alles parallel. Ich weiß nicht, ob ich ewig Kindertheater machen möchte oder Tanz für Kinder. Mich interessiert eigentlich der Tanz für die Erwachsenen mehr. Das ist jetzt so ein Exkurs, wie jeder dann, wie Madonna auch mein Kinderbuch schreibt. Und die Kinder werden nicht nachfragen, ich will die neue Hennermann jetzt unbedingt sehen. Das ist ja ein Denken, was wir aus dem Erwachsenentheater kennen. Ich liebe das Theater, und auch wenn es nie was ist, womit man reich und berühmt wird, habe ich eine Passion dafür. Und wenn ich was Schönes sehe, treibt mich das immer wieder an. Und wenn man gute Proben hat, treibt einen das immer wieder an. Und der Erfolg hat es mir bisher auch immer bewiesen, dass es sich lohnt.